Es gibt Notebooks und es gibt Notebooks. Und bei HP hat das Premium-Notebook-Segment mittlerweile sogar einen eigenen Namen, Spectre. Robin, du als Technikexperte hast dir Spectre schon mal angeguckt. Ja, natürlich. Und also ich finde nicht nur die inneren Werte, da kommen wir gleich drauf, sondern auch die äußeren Werte. Gerade mein Stylo-Auge hat schon gesehen, das sieht richtig schick aus, das Ding. Schauen wir uns drei Sachen an. Also erstmal super flach natürlich, aber es lohnt sich auch ein Blick auf die Ecken. Ich mach's mal ein bisschen zu. Der Einschaltknopf steckt hier, die Ecken sind so abgeflacht und auch von der Funktionalität her super, weil ein USB-Anschluss ist hier, ja, und ist oftmals praktischer, als wenn er an der Seite hängt. Total cool. Ich meine, ich lege schon sehr viel Wert auf Style, aber trotzdem sollte die Performance nicht zu kurz kommen. Robin, was steckt drin? Also da steckt ein i7 Intel-Prozessor drin, genug Power für alles, sag ich mal, was du im Arbeitsalltag brauchst. Arbeitsalltag, gutes Stichwort, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, ja, 16 GB RAM und jetzt halte ich fest, 1 Terabyte SSD-Festplatte. Also da ist Power und Performance ohne Ende drin und deshalb steht dieses Notebook, dieses Spectre auch genau dafür. Und noch ein kleines Schmankerl, ist ein Convertible und natürlich auch als Touch und mit Stift bedienbar. Also für alle Anwender, die wollen, dass sich ihr Gerät auf ihre Bedürfnisse anpasst, dass sie mobil sein können und trotzdem viel Wert auf Style und natürlich Performance legen, die werden hier absolut bedient.